Liebe Diakoniegemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Online-Andacht hier aus der Erzengel-Michael-Kirche in Michaelshofen. Gerne hätten wir mit Ihnen zusammen in dieser Kirche gesessen zu unserem Gottesdienst Feierabendmahl, wie schon in den letzten vergangenen 9 Jahren. Wir hatten vieles gemeinsam geplant, vieles überlegt und vorbereitet und dennoch ist in diesem Jahr alles ganz anders. Wir sitzen an einem Tisch, nur zu zweit, weit voneinander entfernt. Vielleicht kommt Ihnen ein berühmtes Bild in den Sinn. Leonardo da Vinci hat vor 500 Jahren die biblische Geschichte dargestellt, die zum Gründonnerstag gehört. Die Geschichte vom letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat. Auf dem Bild sitzen die 12 Jünger dicht gedrängt und Jesus in der Mitte. Am Gründonnerstag des Jahres 2020 wirkt das befremdlich, denn so viele Menschen ohne Sicherheitsabstand. Im Moment geht das nicht. Aber trotzdem feiern wir Gründonnerstag. Wir stimmen uns ein auf die Ostertage, die mit dem Gründonnerstag beginnen. Und wir laden Sie ein, zu Hause oder wo immer Sie sein mögen, persönlich Einkehr zu halten. An einem Tisch sitzen und dennoch getrennt sein, das signalisiert Einsamkeit. Einsamkeit gehört tatsächlich vom Ursprung her genauso zum Gründonnerstag wie die Gemeinschaft an einem Tisch. Davon wollen wir Ihnen erzählen. Unsere erste Geschichte aus den Evangelien nimmt uns mit zu einem besonderen Abend. Jesus und seine Freunde haben miteinander gegessen und getrunken. Sie verlassen das Haus und gehen noch ein Stück, und davon erzählt uns das Lukas-Evangelium. Jesus verließ die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Die Jünger folgten ihm. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen: Betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, etwa einen Steinwurf weit. Dann kniete er nieder und betete. Nach dem Gebet stand er auf und ging zurück zu den Jüngern. Er sah, dass sie vor lauter Trauer in Schlaf gefallen waren. Er fragte sie: Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Einsamkeit, sich allein fühlen, alleingelassen, hilflos der Situation ausgeliefert. Sie ahnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, warum wir diese Szene an den Anfang gestellt haben. Sie erzählt von der Einsamkeit Jesu. Aber in diesem Jahr vielleicht auch von dem, was viele von uns gerade in den letzten Wochen erlebt haben. Homeoffice kann zum Beispiel einsam sein, weil das tägliche Treffen und der tägliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen nicht stattfinden kann. Oder Kinder und Jugendliche werden sich einsam fühlen, weil sie nicht mehr ihre Freunde im Kindergarten oder in der Schule sehen und treffen können. Statt mit Freunden gemeinsam zu essen, sitzen wir möglicherweise allein an einem Tisch. Aus dem Abend im Theater, gemeinsam mit vielen anderen, wird ein Abend auf dem Sofa mit Buch oder einer Serie. Und wie ist es mit den alten Eltern? Fühlen Sie sich vielleicht alleingelassen und einsam? Kommen Sie gut zurecht? Manchmal sind vielleicht die Sorgen groß geworden in diesen Tagen. Die Evangelien erzählen davon, dass Jesus einsam war, obwohl er Menschen um sich hatte. Er bittet seine Freunde, wach zu bleiben. Doch sie sind einfach zu erschöpft und schlafen ein. Er fühlt sich alleingelassen und weiß, dass schon Menschen unterwegs sind, um ihn gefangen zu nehmen. Was war vorher geschehen? Wie kam Jesus in diese Lage? Die Evangelien erzählen davon, dass Jesus mit seinen Freunden gemeinsam das Passamahl einnahm, eine Mahlzeit zur Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten. Davon erzählt der Evangelist Markus folgendermaßen.
Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er sprach das Dankgebet, gab ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte zu ihnen: Das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden. Amen, das sage ich euch. Ich werde nun keinen Wein mehr trinken. Erst an dem Tag werde ich neu davon trinken, wenn Gott sein Reich vollendet hat. Jesus und seine Jünger sangen die Dankpsalmen. Dann gingen sie hinaus zum Ölberg. Eine gemeinsame Mahlzeit, Sinnbild für Gemeinschaft, ausgelassen feiern und fröhlich sein. Wir sehnen uns danach, obwohl erst seit 3 Wochen solche Gemeinschaft nicht mehr erlaubt ist. Wir hatten schon einige schöne und sonnige Frühlingstage, aber das Angrillen im Garten musste auf die Familie beschränkt bleiben. Wie wird das weitergehen? Ich begreife, wenn man etwas verloren hat, wenn man etwas vermisst, dann erkennt man erst oft seinen Wert. Jesus und seine Freunde feiern mit Brot und Wein. Sie sitzen zusammen und Jesus betont, wie sehr er sich auf diesen Abend mit seinen Jüngern gefreut hatte. Er spricht neue Worte und gibt Wein und Brot eine besondere Bedeutung. Eine Bedeutung, die weit über diese eine Mahlzeit hinausreicht. Seine Worte sprechen wir heute noch nach, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Als Erinnerungsmahl an jenes letzte Mal, das Jesus mit seinen Jüngern feierte. Bis heute stiftet das Abendmahl Gemeinschaft, Gemeinschaft zwischen den Menschen, die es gemeinsam feiern, und Gemeinschaft mit Gott, der uns durch dieses Mahl verspricht, dass er bei uns ist und uns liebt. Wir können heute nicht wie gewohnt gemeinsam feiern. Aber es gibt viele Ideen und Möglichkeiten, wie wir trotzdem Gemeinschaft erleben können. Über die sozialen Medien kann ich Fotos oder Gedanken austauschen. Manche schreiben einen Brief oder telefonieren zu einer festgesetzten Zeit, wie früher. Manche singen auf den Balkonen oder auf den Straßen, sodass andere einstimmen können. Manche kaufen für andere ein oder legen jeden Tag einen Gruß vor die Tür. Vielleicht ist das ungewohnt und neu, aber es ist auf jeden Fall eine Chance. Wir können miteinander in Kontakt bleiben und auch miteinander Ostern feiern. Und wir können uns an das letzte Mal erinnern, das Jesus gefeiert hat und an das Versprechen, das er damit verknüpft. Er ist bei uns. Brot und Wein stehen dafür. Und auch dafür, dass Gott bei uns ist. Dass wir mit ihm verbunden sind. Egal, wer wir sind, egal, wo wir sind. Die Gemeinschaft mit Gott ist da. Jesus lädt uns dazu ein, diese Gemeinschaft zu erleben, immer wieder. Er ist auf jeden Fall mit dabei, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, so wie wir es gerade können. Lasst uns mit den Worten Jesu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen.
wünsche Ihnen einen gesegneten Gründonnerstag und frohe Ostertage. Seien Sie weiter behütet.